So, hallöchen, meine lieben Freunde, ich sag mal, so, euch mein Lieben zusammen, begrüße euch recht jetzt zum Weekly Vlog. Ja, meine Haare liegen komplett scheiße, aber das liegen sie immer. Leider nicht draußen. Die Ausgabe wird ja auch nur sehr, sehr kurz. Und zwar hat das den Grund, ich wollte eigentlich am Wochenende ein Video hochgeladen haben, von wegen, stell mir deine Frage für den Weekly Vlog am Mittwoch, ich wollte schon am Montag sagen, und ich mache das jetzt einfach mal in dem Weekly Vlog. Der nächste Weekly Vlog wird auf jeden Fall draußen sein, sprich irgendwo dort draußen, wo jetzt gerade die Rollladen sind. Der wird draußen sein und ich werde draußen mich irgendwo hinschillen, unterm Baum oder so, keine Ahnung, und versuche irgendwie so eine Art Stativ zu bauen, mich einfach filmen und dann einfach Fragen zu beantworten. Und der Weekly Vlog wird auch so 20, 30, 40 Minuten lang gehen. Und daher meine Bitte an euch jetzt hier, stellt mir bitte Fragen. Fragen, überall ganz viele Fragen. Ich scheißegal, ob die schon in Minecraft Together oder in irgendeinem anderen Minecraft Let's Play oder in Us auf AskFM gefragt wurden. Ich scheißegal, ihr könnt wirklich alles fragen, auch wenn es doppelt und dreifach ist. Fragt es einfach, meine lieben Freunde. Und das wäre auf jeden Fall ziemlich lieb. Ich möchte so am Ende so 50 Fragen wenigstens haben oder 20, 25, irgendwie sowas halt um den Dreh. Ja, ich wollte das nur ausführen, weil ich Dreh gesagt habe und jetzt mich schwindelig. Also stellt mir auf jeden Fall eure Frage, meine lieben Freunde, so steht es auch im Titel. Stell mir deine Frage für Weekly Vlog, FAQ, Steve oder so, keine Ahnung. Und wäre auf jeden Fall ziemlich genervt, wenn da einige Fragen kommen würden. Wenn ihr keine Fragen habt, dann guckt einfach mal auf mein AskFM-Profil. Findet ihr, denke ich mal, immer in der Videobeschreibung hoffentlich. Wenn nicht, dann sucht einfach auf AskFM Blue's Play. Und oder ich packe es halt in die Videobeschreibung, wie auch immer. Und schaut euch da ein paar Fragen ab und kopiert die einfach und kopiert die halt in die Kommentarleiste ein. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil, wenn ihr sehr, sehr viel Aktivität zeigen würde, meine lieben Freunde, weil, wie gesagt, ich möchte halt ein großes FAQ-Video machen, bla bla bla. Und wie gesagt, ich möchte halt so ein großes FAQ-Video machen, wo ich dann draußen chill, mal 20, 30, 40 Minuten halt in der Sonne oder im Schatten, je nachdem wie das Wetter dann halt ist. Und das Video wird auf jeden Fall auch länger, ne, wisst ihr schon Bescheid. Und ja, ich habe halt kein Thema für dieses Video, deswegen wird es auf jeden Fall noch nur kurz. Ich habe auch keine Zeit, beziehungsweise wollte auch noch ein bisschen weiter vorwärts aufnehmen und da kommt der Weekly Vlog jetzt eigentlich nicht so gerade gut, dass ich jetzt so einen langen wieder mache und die ganze Zeit schneide und dann rennt er wieder 2 Stunden. Und ja, wir haben auch gerade, wie gesagt, Mittwoch und so. Viel zu spät gerade wieder, aber hey, wir sind gerade 5:30 und es ist da so kurz wird er hoffentlich auf jeden Fall fix hochgeladen sein. Und ich kratze mir die ganze Zeit am Arsch, wenn ich laufe, ist mir aufgefallen. Alter, boah, ich sag mal wieder duschen. Nee, ich war gerade duschen, deswegen sind meine Haare hoffentlich auch wieder ein bisschen klatschen hast. Aber hey, wie gesagt, stellt mir eure Frage, es hört ja ziemlich lieb, meine lieben Freunde. Und zu den Kanal-Updates, wie gesagt, ich möchte den Vlog auf jeden Fall ein bisschen kurz halten. Es hat sich eigentlich gar nicht im gewissen Sinne was zur letzten Woche geändert, weil ich ein paar Uploads abgelassen, Dingsens habe, wo mal 2, 3 Tage nichts hochgeladen habe. Lag einfach daran, andere Hand, weil ich das einfach mal machen wollte. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr respektiert es, dass ich ein YouTuber bin, der halt nicht immer aus Zwang aufnimmt, sondern einfach mal fix was aufnimmt, wenn er Bock hat oder so, ne? Wie gesagt, ich hoffe, ihr akzeptiert das. Und das war es eigentlich so zu dem Thema nochmal. Und wie gesagt, auch das mit dem 15, 17, 19 Uhr, das sind nur Richtwerte. Da wurde ich auch schon 1000 Mal drauf angeschrieben, von wegen, ja, lass mal deine Updates sehen, Das sind einfach nur Richtlinien, an die ich mich halte. Ich könnte meine Videos auch um 3 Uhr nachts, 5 Uhr nachts und 7 Uhr morgens halt hochladen. Kann ich auch machen, wenn du möchtest. Nee, ist halt so nur Richtwert und ich werde natürlich auch versuchen, so viele Videos halt wie immer wie möglich zu produzieren, aber boah, dass hier immer die Haare so ausfliegen, ne? Mein Gott, ich bin froh, wenn ich morgen wieder zum Friseur gehe. Naja, auf jeden Fall, ansonstige Kanalinfos, wie gesagt, ich finde wieder drumherum um das Video wieder ganz viele Anmerkungen, beziehungsweise 5 Anmerkungen, das glaube ich oder 4, zu den momentanen Projekten. Dazu zählt momentan Spider of the Dragon, das neigt sich so langsam dem Ende zu, da habe ich schon ein paar Folgen jetzt wieder aufgenommen. Das Minecraft Let's Play, bis Folge 5 ist es, glaube ich, momentan. Da hatte auch die Gaming-Fi, ich kenne ja einige von euch, die versaute kleine Tussi. Hi-Fi. Okay, der war flach. Hatte sie auch ihren Gastauftritt und ich werde ab Folge 6 auch Kommentare bildlich einblenden und ich hoffe natürlich, dass das Let's Play dann auch natürlich dementsprechend geschaut wird. Habe auch nochmal ein paar neue Mods gefunden, die hoffentlich ab, ich glaube, Freitag. Freitag dürfte das die neue Folge mit Kommentare eingeblendet sein und neuen Mods und alles Mögliche, um euch dann nochmal ein bisschen auf dem laufenden Stand zu halten. Dazu alle Infos gibt es dann am Freitag um 15 Uhr, da kommt die Minecraft-Folge.
Ansonsten, wie gesagt, Spyro the Dragon. Ich habe mir auch schon überlegt, was ich nach Spyro the Dragon spielen soll. Da gibt es momentan 3 Spiele. Ich werde dann eventuell mir eins aussuchen oder euch einfach mal fragen oder so. Keine Ahnung, je nachdem. Da gibt es momentan einmal ein Rennspiel, einmal ein kleines Kampfschweinspiel und was gab es da noch? Ich weiß es gar nicht. Pokémon, glaube ich. Irgendwie sowas halt. Ich werde es auf jeden Fall noch entscheiden. Es wird wahrscheinlich eher Anfang August sein. Von daher habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um euch abzufucken, wie auch immer. Ansonsten Sky Survival halt, das normale Adventure Survival Map Gedönszeug ist momentan am Start und natürlich 4, da nehme ich nachher auch wieder was auf, da wird auch hoffentlich wieder ein paar Folgen kommen und ja, das sind so die momentanen Uploads, Projekte, wie auch immer, es wird natürlich immer so zwischendurch was anderes kommen, je nachdem wie halt die Lust und Laune da ist und ansonsten war es das eigentlich zu dem wirklich Vlog. Dankeschön fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, wie immer einen Däumchen nach oben geben und stellt auf jeden Fall eure Frage, meine lieben Freunde, das wäre auf jeden Fall super, 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 super toll und ja, da sage ich einfach mal, jetzt wird es ja auch ein bisschen reingehauen.